TP, MP geheilt. Und ab dafür. Nix wie raus hier. Okay, bye. Wow. Jetzt gehen wir wieder in Corneos Anwesen. Endlich wieder Story. Yay. Musik, hallo Tifa. Guckst du so böse? Irgendwie guckt die, ja gut, es liegt an der Schattierung im Gesicht, aber Cloud sieht auch gruselig aus. Okay, ich gehe lieber wieder weg. So, sieht's besser aus. Fight the fuck on. Ich wette, der hat immer noch nichts Neues. Könnte ich wetten. Dass da nichts geht. Mit dieser explosiven Überraschung im Haus wird sich jeder Dieb zweimal überlegen, ob er bei euch einbricht. Yo. Echt nur, aber wir haben natürlich reduziert. Bum Bumchen. Komm, wir nehmen sie mit. Noch zwei. Wir haben es anscheinend schon welche gewonnen. Super geil. Beeilung, nur noch wenige Stücke verfügbar. Cloud, hello. So nah in deinem Face. Eigentlich könnte ich hier nur rumstehen und die Metal-Musik hören. Nein, für die letzte Quest müssen wir wieder unter Corneos Anwesen. Für die letzte Alleskönner-Quest. Ich meine, hier müsste jetzt eigentlich eh keiner mehr sein. Können wir einfach durchswischen. Swish! Ja, hier ist schon mal niemand mehr. Don Corneos Anwesen. Was eigentlich tatsächlich zutreffend ist. Nichts. Ist einfach nur Putzeimer, na gut. Open. Oh yeah. Awesome. Eigentlich ist das Anwesen voll schön, ne? Im Gegensatz zum Rest im Gmei. Ach. Barrett, thanks. Gut, der Mage schon als Lege luaged. Ziemlich sicher. Ja, da kommen wir nicht rein. Und da hinten haben wir es schon durchgequetscht, glaube ich. Wir gucken trotzdem nochmal. Und dann denke ich, wir gehen über Corneos Schlafzimmer wahrscheinlich. Jo. Okay, hier ist eher das schon zu. Was ist das? Eine Wahrsagerkugel. Sieht fast so aus. Okay, auf in die erste Etage. Little Shit. Vor allem Barrett, Little Shit. Reason Shit. okay, nein, sie sind aber wieder anders aufgemalt. Es sieht aus, als wären wir noch nicht überall gewesen. Also gucken wir uns jetzt einfach nochmal überall um. Can do. Hello. Jo, da gab's aufs Maul. Was läuft im Fernseher? Nix. Ich meine, das sieht ja mal richtig gemütlich aus. Corneo, voll die Luxus-Suite und hier voll der abgeranzte Scheiß. Okay. Hier gab es schon mal nichts zu holen. Dann gucken wir uns da oben noch ein bisschen um. Yay. Gucken, ob wir noch was finden. Aber ich vermute, auch hier dürfte nichts Neues sein. Ne, hier ist sogar noch der Geheimgang. Ist noch offen. Und unten ist wahrscheinlich auch schon leer gelootscht. Jo. Okay. Hat sich also erledigt. Nichts Neues für uns. That fucking sucks. Überraschung. Gucken wir mal. Hier, da gehst du auch nochmal runter irgendwo. Cool, dass hier noch nicht immer Musik... Ah. Hello. Ach, das ist der. Ihr seid es? The Leslie. Was wollt ihr? Wir suchen einen Weg, um rauf auf die Platte zu kommen. Und dachten uns, Corneo kennt sicher einen. Ich verstehe. Ihr habt Glück. Ich kenne einen. Oh, okay. Wirklich? Dann raus damit. Yay, tell me. Tell me. Kommt mit. Lassen wir ihn reden. Ja, der hat uns auch nichts getan, von daher.
Ah ja. Was ist das für ein Loch? Hab da unten was zu erledigen. Wenn ihr mir bei der Sache helft, sage ich euch, wie er auf die Platte kommt. Hier geht's doch in die Kanalisation. Was willst du da? Dort ist ein Versteck von Corneo. Da muss ich hin. Du willst uns doch nicht etwa in eine Falle locken. Ihr müsst mir nicht vertrauen. Dann suche ich mir woanders Hilfe. Aber ihr könnt meine Hilfe dann auch vergessen. Corneos Loch, okay. Abonnieren. Helfen wir ihm. Und wenn er lügt? Töten wir ihn. Klar. Klar. Soll mir recht sein. Also gut. Die Details erkläre ich euch unten. Unten. Sagt, wenn ihr bereit zum Abstieg seid. Sind wir, wahrscheinlich sind wir das tatsächlich. Andererseits, wenn er uns nochmal gehen lässt, wir gucken nochmal im Porn-Keller, ob da noch was geht. Der Eingang müsste doch hier um die Ecke sein. Corneos altes, ranziges Loch, Ja, okay, also hier. Gucken wir doch nochmal unten, ganz, ganz vorsichtshalber. Ah, da ist noch jemand, haha. Hey, oh Gott, es klingt nach Johnny. Ich hoffe, es ist nicht der Johnny. Der Billo Johnny. Nee, ist alles gut ausgerüstet. Okay, passt. Johnny? Wer ruft? Ah, okay. Ich brauche Hilfe. Hey! Soll ich dir helfen? Ich weiß nicht, Entschuldigung. Bitte. Ihr müsst mir helfen. Ich flehe euch an. Was hat er mit dir getan? Warum bist du da angekettet? Wer würde das mit dir tun wollen? Ganz im Ernst. Vielen Dank. Auf einmal sind die Typen von Shinra hier aufgekreuzt. Haben was von Verrat gefaselt und dass ich nutzlos wäre. Und mich dann einfach eingesperrt. Na dann, auf Nimmerwiedersehen. That was pretty synced. Okay, tschüss. Oh, eine Materia hat er da gelassen. Die hat er aus dem Arsch gedrückt anscheinend. Chakra. Was ein Typ. Okay, wir gucken nochmal Dawn of the Sluems. Ob wir hier noch was kaufen können. Could be. Also, wahrscheinlich nichts Geiles. Zauberreif. Armreif des Magiers. Geht natürlich gut klar, ne? So rein theoretisch. Plattenschutzreif haut einiges raus. Außer bei Cloud. Mm, 4800. Nee, wir lassen mal die Finger davon. Die Überlebensweste und der ganze Kram wäre fast sogar noch besser. Kraftvolle Reif brauchen wir nicht. Wäre sogar schlechter für Aerith. Unglaublich, okay. Oh, die Musik. Ja, das ist, glaube ich, die Originalmusik, die hier immer lief. Dawn of the Slums. Im Original. Wie oft habe ich das jetzt schon referenziert? Ich müsste fast einen Counter einbauen. Aber dafür ist es zu spät. Das hätte ich am Anfang machen sollen. Jedes Mal, wenn ich das Original referenziere oder erwähne, einen Counter nach oben treiben. Das wäre cool gewesen. Mann, warum fällt mir das erst jetzt ein? Generell, so einen Counter müsste ich mal einbauen in die Streams. Das wäre mal ganz geil. Für den Fluch-Counter oder so. Okay, gut. Aber jetzt können wir da runtergehen. Der hat uns jetzt natürlich immerhin eine Materia gebracht. Was ein Glück, bin ich nochmal umgedreht. Ist hier sonst noch was? Gold? Nichts von Belang. Ah, jo. Yeah, ist. Gut. Gut. Fluch-Counter, ja, Mann. Was ist das für ein Loch? Eine Falltür für ungewollten Besuch. Wie? Da kommt keiner lebend wieder raus. Corneos Loch. Naja, zumindest war das bislang so. Außer uns. Ja, nee, Encounter müsste ich echt mal schauen, wie ich das hier implementieren kann. Muss ja machbar sein. Back again. Kanalisation.
fragst uns danach, wie wir raufkommen, ja? Solange ihr euren Job macht? Also ich trau dir noch nicht, Freundchen. Eine falsche Bewegung und es knallt, klar? Alter, die Waffe ist riesen. Löcher ich dich wie ein verdammtes Sieb. Teile dir deine Munition besser gut ein. Kommt drauf an. Gefährliche Kreaturen. Alleine würde ich hier nicht rauskommen. Doch mit euch wird das ein Kinderspiel. Bringen wir es hinter uns. Ja, bitte. Can do. Weißt du, was wir zuallererst mal machen? Waffenmodden. So viele Mod-Möglichkeiten. Abnormal. Und der nächste Level auch direkt am Start. Isn't that great? 4 von 4, 6. 4 von 6. Freischalten. Yes. Und freischalten. Yes. 6 von 6, 1 von 6. Ja gut, die kosten halt aber auch 12 pro Stück. Ja, yeah, TP-Maximum bitte. Und einer geht noch. Zusätzlicher Materia-Slot. Yay. Okay, das dauert jetzt, glaube ich, ein bisschen, weil wir jede Waffe upgraden können. Das nicht wenig. Vor allem haben wir 5, da kommt aber noch eine Ebene dazu. 4 von 4, 4 von 6. Okay. Ja, nehmen wir. Whatever that was. Und das nehmen wir auch. 6 von 6. Nächste Ebene. Schaden-Subspirit, zusätzlicher Materia-Slot. Magische Attacke plus 8. Ganz klar, das ist eh unser Caster-Thingy. Zusätzlicher Materia-Slot. Okay, nächste. Nagelkeule, die Negan-Waffe. Ja. Da haben wir noch nicht so viel freigeschaltet, aber immerhin 5 von 5, 5 von 5, 0 von 6. Okay, also auf jeden Fall, genau, TP-Maximum erhöhen. Statusresistenz, Notfallabwehr, Notfallabwehr, Einzelteilschaden, kritische Fähigkeiten, yes. Und the end. Okay, nächste. Jetzt wird's weniger. Könnten ja nochmal versuchen, die ganzen Attacken zu meistern, wenn ich das nicht schon überall getan habe. 4 von 4, 1 von 5. Das ist mit 12 schlägt das zu Buche. Okay, physische Attacke plus, klar. Physische Attacke plus, bitte. Yes. Und dann Schockflatterer. Heilt bei Spezialfähigkeiten den Gegner im Schockzustand. Magische Attacke plus 5. Wir nehmen mal das Schockflatterer. Die Hartklinge, 89 Schaden. Das ist gut. Das war jetzt schon die letzte. Und wir haben überall Geschicklichkeit 100%. Also mit ihm haben wir schon mal alles gelernt. Das ist schön. Nächste. Achso, Barrett. Gegner, ey, bei Barrett müssen wir noch alles erlernen, ich sehe schon. So, 4 von 4, 6 von 6, 4 von 6. Ja, MP-Boost. Ist schon freigeschaltet. Magische Attacke plus, yay. Nächste, 0 von 6. Physische Attacke auf jeden Fall nach oben. Wo ist sie? Oh, TP-Boost auch, ja. Und physische Attacke bitte. Da. Und magische Attacke, physische Abwehr, magische Abwehr. Zusätzlicher Materia-Slot, immer. So, Gatling gone. Fertig. Nächste. Oh mein Gott. Das sind sau viele Waffen. Vor allem bei ihm, ey. Ich glaube, ich muss ihm mal die Atomschere geben. Die habe ich auch noch gar nicht geskillt, ne? Das könnte eine Weile dauern. 4 von 4, 4 von 4, 5 von 6. Da nehmen wir auf jeden Fall das, was auch immer fehlt, noch mit. Das da. Yes. 6 von 6.